Blau war er, der Himmel über der Alten Oper in Frankfurt. Glück für die Gäste der Markengala und natürlich auch für die Werbefiguren der Marken, die die Besucher schon auf dem roten Teppich begrüßten. Neben dem Ü-Ei darf natürlich auch eines der bekanntesten Paare der Werbewelt nicht fehlen. Auch Moderatorin Paulina Roginski ist auf Du und Du mit einem Balsen-Produkt, obwohl sie das erste Mal in Frankfurt ist. Also mir ist aufgefallen, dass es in Frankfurt wirklich sehr viele Einbahnstraßen gibt. Es erinnert tatsächlich an Manhattan. Und ich bin heute ganz viel am Fluss lang gefahren, am Main, und fand es einfach sehr, sehr schön. Und wäre gerne ausgestiegen und hätte ein bisschen flaniert. Aber nicht für mich heute. Ich bin hier. Paulina mischte sich unter die mehreren hundert restlichen Galagäste, zwischen denen auch ein anderes bekanntes Werbegesicht zu finden war, Sky Dumont, der fast exklusiv für eine Marke wirbt. Es ist so, dass ich natürlich einige Angebote bekommen habe für Werbung, auch Autos und so Sachen. Ich mache es nur, wenn ich wirklich dafür stehe. Und ich polarisiere ja. Die Leute wissen, dass ich ehrlich bin und meine Meinung sage, auch politisch, wie auch immer. Und insofern mache ich dieses Produkt, weil ich dieses Produkt auch selber nutze und mag. Ausgerichtet wird der Ball vom Marketing Club Frankfurt. Er ist der größte seiner Art in Deutschland. Große Marken werden jedes Jahr im Rahmen der Gala mit dem goldenen Brandeisen ausgezeichnet. In diesem Jahr bereits zum 11. Mal. Die Markengala ist ein Fest der Marke, also etwas, was ausschließlich den Unternehmen gebührt, die auch in Gelder in die Hand nehmen, um ins Marketing, in Markenarbeit, in Markenführung zu investieren. Das wollen wir ein bisschen belohnen und diesen Firmen, diesen Marken eine Plattform geben und mit dem goldenen Brandeisen im Prinzip auch dann prämieren, wenn jemand über einen längeren Zeitraum es geschafft hat, seine Marke zu pflegen, aufzubauen und an die Spitze zu bringen. In diesem Jahr gewann eine Marke, die noch vor Ford am Fließband produzierte und auch in der Werbung immer mit der Zeit gegangen ist, wie dieser Spot aus den 2000er Jahren zeigt. Wissen Sie es? Und gutes Marketing ist eine Kunst. Und wenn das gelingt, eine Marke so zu positionieren, dass sie erfolgreich ist, dann ist das ja nicht nur für die Kreativ- und fürs Marketing wichtig, sondern es ist auch für unsere wirtschaftliche Entwicklung wichtig. Ein Produkt ist nur erfolgreich, wenn es auch gekauft wird. Gekauft werden die Produkte des Gewinners seit vielen, vielen Jahren. Die Rede ist von Balsen. Das Unternehmen stellt seit bald 200 Jahren Kekse in allen Variationen her und erfindet die Produkte immer wieder neu. Es ist eine Ehre für die Mitarbeiter, so einen Preis, nämlich den Oscar des Marketings, zu bekommen. Familienunternehmen seit über 127 Jahren, jetzt in der vierten Generation. Und den Preis nehme ich mit nach Hause für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dafür gesorgt haben, dass wir diesen Preis hier bekommen und diesen Erfolg im Markt haben. Über diese Auszeichnung freut sich auch die neueste Errungenschaft der Marke.